Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns heute in einer alten Gießerei, schrägstrich Münzprägerei, die Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde und dann aufgegeben wurde. Und wir sind hier mit Björn von Mr. Lost und ja, bei ihm ist es so gewesen, als er einmal hier war, hat er quasi den Schemen von den Geistseelen, und zwar mit einem Video entdeckt. Das wollen wir gerne untersuchen. Wird dieser ganze Schrank gerade nur noch von dem ein Stück Metall da gehalten? Und des Weiteren hat hier im Jahre 2011 ein Mord stattgefunden, wo ein 25-jähriger Student seinen 65 Jahre alten Vater getötet hat. Also der Mord hat nicht hier stattgefunden, aber hier wurde die Leiche im Keller verbrannt im Ofen. Das zeige ich dann im Video den Ort. Und ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass hier irgendwas zu finden sein kann. Und wie immer wünschen wir euch viel Spaß dabei und schaut zu, was wir finden. So, wir haben das Monitoring begonnen und wir laufen jetzt zusammen rum und machen hier so in diesem riesigen Gebiet noch ein bisschen die Grundmessung. Der Jan hat die Messinstrumente und ja, wir bekleiden das natürlich dokumentarisch hier. Ich schaue ein bisschen derzeit mit UV, aber da erwarte ich jetzt nichts Besonderes. Ich würde sagen, das ist Kalk. Ja, das ist da oben. Das tropft. Das hat sich schon gebildet. Genau, sieht man ganz gut. Genau. Ja, sieht auch reichen. Entschuldigung. No. Vorsicht, das ist der Fahrstuhl. Ja, wollte ich gerade sagen. Der geht tief runter wahrscheinlich. Nicht, das geht nicht tief runter, aber es geht halt runter. Ne? Ich leuchte mal kurz rein. Ach, ist das von links? Nee, ich mache gerade selber so viel Kraft. Kann das leider nicht besser zeigen. Nee, das geht höchstens so 2 Meter. Ja, wahrscheinlich. Ist echt zu viel? Guck mal runter, klar. Ach du Scheiße. Entschuldigung, ich habe gedacht, das ist Rostgestell. Nee. Oh, das ist ein ganz schön. Ja, wenn du da fällst, fällst du tief. Das sag ich ja, 5 Meter ungefähr, oder? Ja, so. Ja, 3 bis 4 Meter. Ja, runden auf. So. Gut, hier draußen mal. Ich will es jetzt nicht reinhalten, sonst fällt es mir dann auch runter und dann ist es ja nicht so geil. Ja. Das kriegen wir glaube ich schon wieder. Die alten Schaltkästen. Eindeutig. Die sind bestimmt tot. Sollten sie sein, was ist alle Leitungen, die. Geh mal kurz einmal etwas. Du kannst ruhig machen. Guck mal, oben sind alle Anschlüsse weg. Es geht kein Kabel raus. Oder rein, je nachdem, wie du das betrachtest. Ja, ich geh nach mal dir. Rein. Okay, das war die Taschenlampe. Noch eine kurze UV-Messung. Ich leuchte mal nicht auf das Messgerät. Also wie ihr seht, das K2 rührt sich aktuell kein Stückchen, egal wo wir sind. Ja, hier ist offen. Hier ist überall offen. Ja, ich weiß, aber hier ist halt auch offen. Das heißt, deswegen zieht das wahrscheinlich so krass hier durch. Also aus dem Fenster sah das ziemlich gefährlich aus. Oh ja, da. Schaut mal, das ganze Dach ist runtergekommen. Ich gehe jetzt noch runter hier unter den Stahlbalken, der wird halten. Ja, richtig. Also da, deswegen, da aber hier ist das ganze Vordach runtergekommen. Ach, an sich irgendwie schön hier. Guck mal, das sieht aus wie so ein Stellplatz. Hier führt eine Maschine rein. Was sieht das auch drin? Also Packungen. Ja, weil weißt du, dass die frisch sind. Ja. Frisch in Anführungszeichen. Ne? Also, aber hier sind auch noch ein paar Produkte. Ein paar Gieß. Ich glaube, die Sachen waren zum Gießen gedacht. Da hat man, glaube ich, schon das Metall reingefüllt. Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass das solche Dinger waren zum Aufstellen. Beziehungsweise. Der Lagerrollen für hier, das hier? Genau.
Ja, weiter will ich jetzt eigentlich nicht gehen, weil wie gesagt, nee, weiter sollten wir auch nicht das gehen. Dach ist nicht vertrauenserweckend. Ja, richtig. Deswegen, wir sehen jetzt ein bisschen was oder auch nicht. Aber weiter sollten wir nicht gehen. Guck mal, ich meine, da vorne ist es auf so ein paar Holzdinger noch. Ja, klar, wenn es von der Kracht, hier ist noch die Stahlkonstruktion über mir. Der alte, was ist das? Was ist denn da hinter dem, hinter der Absperrung? Ja, rechts, einfach genau rechts im Ecken. Ist da noch irgendwas? Weiß ich nicht, es geht erstmal abwärts. Ja, nee, kommt einfach mehr. Oder kann man kurz gucken, aber irgendwie ist da. Ich stehe auf erstmal in dem Stahlgestell. Was ist das eigentlich? Das ist eine Führungsschiene, oder? Ja, das sind Führungsschienen für irgendwelche Sachen, die da rumhängen. Ja, das sieht echt sehr massiv aus. Wahrscheinlich haben da wirklich die, wie heißen die jetzt hier, diese Gießdinger dran. Waren wir in den Raum gerade drin? Nee. Nein, das ist von der anderen Seite. Das ist ein Raum, der mich, der ist nicht erreichbar sonst. Ja. Wenn wir da reingehen? Ja. Aber vorsichtig. Ja, klar. Okay, gibt nicht nach oder so. Er ist auch sehr, sehr klein. Vertrauenserweckend. Das hätten wir nicht gefunden. Hätten wir nicht gefunden, wenn wir nicht um die Ecke gegangen wären. Genau. Okay. Seht ihr das? Interessant ist ja wieder mal, wie in der letzten Episode, im Bereich des Aufzugs. Unten ist richtig friedfertig, unten ist einfach nix, finde ich. Unten ist auf jeden Fall nett. Hier oben? Weiß ich nicht. So, jetzt lass uns aber erstmal zum Fahrstuhl. Aber man sieht, hier ist noch lauter Material, Stangen. Aber das könnt ihr dann euch bei dem Pion noch genauer anschauen. Der hat da schon ein paar tolle Videos zu. Da seht ihr die Location komplett. Das sieht aber hier auch alles irgendwie. Oh, nee, das ist einfach nur Schotter. Das ist Kies. Das ist Schotter oder Kies, ja. Ja, und ich sag halt, ich weiß nicht, wie lange das hier schon abgesperrt ist, aber ich bin nicht möglich direkt dahinter auf dem Weg zum Haupttor. Also wenn du hier vorne rausgehen würdest, dann würdest du vor dem ehemaligen Haupttor stehen. Okay. Das wird aber auf jeden Fall hier verschlossen. Das ist versiegelt quasi. Ja, man weiß jetzt halt nicht, in welchem Jahr das versiegelt wurde. Vielleicht hattest du die Möglichkeit, die 2011 noch einen rauszunehmen. Möglich. Und ich stand hier in einem Abstand von, ich sag mal so 30, 40 Zentimeter vor dem Aufzug und... Okay, hier hattest du die Ausschläge gehabt? Ja. Das ist ja schon... Wenn da rein... Was war das denn jetzt? Jan, warst du das? Da, schon wieder. Ja, ja, das war's. Okay, gut. Entschuldigung, ich wollte einfach nur fokussieren. Das ist jetzt angehört wie ein Fauchen oder so. Ja, ich auch so. Aber vor allem klang das, als wäre es von sonst wo gekommen. Hast du dein Gerät an? Ja, dass das überhaupt keinen Ausschlag hat die ganze Zeit dann? Doch, das hat. Das eine ist nur deutlich schwächer als deins von der Lampe her. Das eine ist, das eine ist für hell, das andere für dunkel. Okay, genau. Also ich habe jetzt mal geguckt hier. Ja. Mein Name ist Egbert Aust, hier ist auch noch der Jan und der Björn. Ist hier jemand? Hallo? Ja, ich war mal so frei, ich habe gerade auch ein paar Fragen gestellt. Ich hätte zwar nie gedacht, dass ich das mal irgendwann mache, aber... Kannst du das hören? Kannst du das wiederholen? Ich filme mal kurz hier rein. Da sieht man auch, da ist noch eine Tür und noch ein paar Wege. Auf ihr Deck, die runtergekommen ist. Was ist da drin? Ist leicht, ich würde sagen Styropor. Die war wahrscheinlich der Feuerlöcher mal drin, ne? Ja, rot ist typisch für Feuersachen. Vielleicht aber auch so ein Schlauch von der Größe, ne?
Obwohl, da gibt es eine Halterung. Obwohl, die liegt da, oder? Ja, das sind zwei Halterungen. Könntest. Okay. Was war, Jan? Was war? Also von rechts kam das wie so ein. Weiß ich nicht, so eine ganz leise Stimme. Wie fast so ein Hauchen. Zu sehen ist niemand. Hat ordentlich Gänsehaut. Ist hier jemand? Kannst du schon rauskommen? Als der Björn schon mal hier war, haben wir dich gesehen. Wir haben jetzt gerade überlegt, weil mir halt oben der Björn hatte einen Ausschlag gehabt. Ich hatte einen, Jan hat einen ganz, ganz kurzen gehabt, aber wir haben ein paar Sachen gehört, dass wir oben vielleicht jetzt ein bisschen Monitoring machen. Ja? Wie lang soll deine geilen kleinen Kugeln laufen? 40 Stunden idealfall. Die hören es auch aus. Also die, wenn jetzt hier reingeht, links direkt. Die da oben hängt an dem Fenster. Die hier? Hey, Moment, das, nee, hier war noch mehr. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. So, von 5 Light Bulbs sind jetzt 4 aus insgesamt. Das ist schon ein Ding. Also ich habe die halt von da vorne gerade gesehen, da war die da dann auch so, das sind ja die kleinen Dinger. Überleg mal, wie lange die im Tunnel geleuchtet haben. Ja, die war ja passt permanent an, ne? Ja, wie gesagt, die halten jetzt 30, 40 Minuten, ne? Ich finde es nur komisch, dass wir hier sonst überhaupt nichts haben. Gar nichts. Aber wirklich nichts, ne? Nee. Also Ausschlag, wie gesagt, hier kurz einmal, Ecki meinte auf 2, aber... Ja, der Björn hat ja oben sogar auf 3 gehabt. Ja. Ja, wenn ich den Björn gerade mal hier habe, das, was wir sonst nicht ganz so krass haben, aber jetzt so krass haben... Ist Energieprobleme. 4 Lightbulbs. Ist komisch. Also, 4 Lightbulbs, dein Akku, oben spinnt die Kamera rum. Ist ja nicht so, dass wir die jetzt auch im Tunnel über 5 oder 6 Stunden am Leuchten gehabt haben. Nö, so 2, 3 würde ich schätzen maximal. Ja, aber 2, 3 ungleich 40. Ich meine, wir waren knapp 5 Stunden waren wir im Tunnel gewesen, aber die liefen nicht die ganze Zeit. Wir haben die erst nachher aufgebaut. Ne? Ja, ja. Aber es waren mit Sicherheit mindestens 3 Stunden, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall. Die Hälfte lief auf jeden Fall durch. Und ich benutze die privat auch. Und die laufen bei mir Monate durch, ohne dass ich sie laden muss. Und das ist. Ja, das sind gerade hier vorne, ne? Nur da in dem Bereich irgendwie. Ja, aber die Energie ist weg, aber sie ist nicht umgewandelt. Oder zumindest nicht so, dass wir was dokumentieren konnten. Sagen wir mal so. Drüber haben wir was gehört, ne? Ja, ja.
Action Kamera. Gut. Aber die wird nicht so ein lautes Geräusch gemacht haben. Das war. Die Kamera läuft auch. Das war wie, als ob unten ein Stock unter uns irgendwas zwei, dreimal hintereinander gepiept hätte, so elektronisches Piepen. Hm? Du siehst hier krass den Nebel, ne? Plus ist es halt. Ah, okay. Wir hatten gerade hier, Björn hatte von da in den Durchgang hier fotografiert. Da das ja so richtig nebelig hier oben ist, hatte der so viel Reflektionen drauf, das war krass. Da waren locker 20, 30 Reflektionen auf einem Bild. Da musst du aufpassen, da sind Löcher im Boden, da würde ich jetzt nicht alleine reinlaufen. Wir können aber zusammen reinlaufen. Wir haben gerade die Stimme. Ich weiß nicht, was drauf ist, aus der Richtung, gegen den Flussgang gerade. So ein bisschen rauchen. Kann auch sein, dass es vom Fluss irgendwie so irgendwie besonders komischer Laut war. Aber. Das ist mir? Ja. Und schon? Da. Hast du auch gehört, ne? Von da bis hier. Auf die Form. Wir können doch von hier oben, können wir auch runter gucken. Das riecht hier verbrannt, ne? Das ist mir vorhin nicht aufgefallen. Also nicht so extrem. Wie spät haben wir gerade? Muss etwa 1 Uhr sein. Ich hab Himmel dabei. 0:47. Das ist nicht die Ecke. Ich hätte jetzt auch gesagt, es kommt so mehr von hier. Aber fand ich jetzt extrem. Ich finde es nicht wieder. Riechst du es noch? Mm-mm. Jetzt riechst du wieder frisch am Fluss.
Rußpartikel werden sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und nicht sehr gut sammeln. Boah, das war schon komisch jetzt mit einem, so eine Welle, die auf uns zugekommen ist, ne? Ja, das kann aber auch bei Phänomenen tatsächlich passieren. Wenn ein Brandopfer quasi, ich sag mal, ein Brand gestorben ist und dann hier umgeht, dann kann ein typischer Geruch auftreten. Oder wenn eine Frau zum Beispiel ihr Lieblingsparfüm immer getragen hat, ganz oft, und ihr Geist kommt, dann kann das nach, wenn sie zum Beispiel Lavendel als Dienst aufführen, auf einmal nach Lavendel riechen. Ja, deshalb hatte ich jetzt gefragt, wie spät das ist, aber ich glaube, aber die Uhrzeit ist jetzt ein bisschen untypisch dann dafür. Ja, zumal ja die Geisterstunde auch nicht die ist, was die meisten meinen, um Punkt 0 Uhr, sondern in der Regel ist die Geisterstunde ja so um 3 Uhr morgens. Um 3 bis 4 etwa. Ja. Hier gibt es natürlich auch witzige Theorien, warum das so ist, aber keine Stichhaltige. Aber das war jetzt schon komisch. Ja, gehört? Was gehört? Unten so ein Graulen. Ja, so Fauchen. Das ist von unten. Ja? Björn, aber wo ist unten? Björn, ist das unter uns. Björn ist da hinten. Wo jetzt? Dann weiß ich nicht, wo das ist. Ey, was ich sagen wollte, wenn man jetzt überlegt, das ist die Halle hier. Das ist theoretisch das ist ein Runtergänge, das ist in der Mitte der Halle. Das heißt, die Treppen müssen irgendwo am Rand der Halle sein. Das heißt, entweder wir gehen jetzt hier runter und rechts, vielleicht finden wir die Treppen, ansonsten müssen wir da vorne und dann links gehen, gerade ist. Wir gehen vorne und links, oder? Komm, ich folge dir, aber vorsichtig, wenn das unterhöhlt ist. Du willst hier lang, ja? Jetzt durch die Halle. Das ist ja gleich, wenn wir da lang laufen. Das, okay, halt, das macht ja keinen Sinn. Also, ja, aber bitte auf das K2. Ja, K2 ist quasi an. So. Okay, mein Bruder. So, hier geht's hoch. Hier werden wir nicht reinkommen, ne? Das ist halt graubstück gesprungen. Ich würde da mal gucken, ob es da irgendwo runter geht. Ansonsten hier vorne geht's nicht runter, ne? Nee. Ich glaube nicht, das dürfte zu sein. Ist auch zu. Ja. Mal zum Fokus, damit man sieht, so ein bisschen. Das ist eine ganz lange, dunkle Halle hier. Wenn ich meinen Zoom ausmache, sieht die Kamera nicht mehr. Okay. Alles gut. So, hier ist ein Loch. Aber das ist nicht so tief, wie es einen Anschein macht. Hier ist einfach eingebrochen, glaube ich, ne? Ja. Das war wahrscheinlich so eine von unten Arbeit-Dings. Ja, also wenn hier laufen so Ziegel, da war so eine kleine Nische hier, schau mal. Ja, meine ich. Achso. Wahrscheinlich war schon mal eine Maschine drin, die eingebrochen wurde. Da führt auch ein was zu. Das ist übrigens der geile. Ich habe mal eine Idee. Lass mal zu dem Fahrstuhl gehen. Ja, warte mal kurz, kleinen Moment. Guck mal, man kann da runterklettern, da ist eine Leiter. So, dann würde ich nämlich mal hier gucken, ob wir hier auch einen Ausschlag haben. Weil hier, ja, hier sind wir nämlich unten auf der Ebene. Ja, ich zeige euch das auch mal so gut ich kann. Ja, durch den kleinen Schlitz im Fahrstuhl sieht man nicht viel. Nee, hier ist nichts. Okay, hier geht es nicht runter. Dann müssen wir die andere Seite probieren. Also ihr seht, das ist ein riesen Gelände hier. Bericht steht, das hat ja was mit alten Matratzen hier zu tun gehabt. Da hat er die Leiche irgendwie drin eingewickelt und nach hier hingeschleppt. Und da liegt so eine alte Matratze, die ist schon so alt, dass sie schon hart geworden ist.
Ich hatte zwischendurch, ich war nicht ganz auf der Hälfte gewesen. Kommen wir den Gang hier? Genau. Und als wenn eine von diesen Bodenplatten, ich meine, die sind, da sind nicht mal richtige Platten. Ne? Das ist einfach, glaube ich, ist eine Betonplatte, die gegossen ist. Kennst du das Geräusch, wenn du über so eine Gartenplatte läufst? Und ist so kluck, genau. Klack. Aber das ungefähr 10, 15 Meter vor mir. Siehst du, dass du vor uns gehört hast? Es könnte sein, dass das gewesen ist. Es war ganz, ganz dumpfes. Aber da war nichts. Ich stand alleine auf der Brücke. Da war keiner. Und das ist vielleicht auch das, was ich gehört habe. Du sagst, es klingt wie kluck, weil von da hinten klang es wie kluck. Wo ich sage, wie ist denn das ins Wasser gefallen? Also für mich war das jetzt klar, mir kommt jetzt einer entgegen. Stimmt, ich hatte ja gerade das Ding, wo ich meinte, Ecki, da ist wieder was, dieses Dick. Kannst du mal auf den Schlauchreifen mal da lang? Ja. Filmst du mal eine Zeit? Mal sehen, ob ich es hören kann. Ja. Ich gebe mir jetzt K2 wieder. Hier. Warte. Dann. Keine Hektik. Ich muss eh die Lampe gleich austauschen, die ist wieder rot. Also wie gesagt, ich kann halt nur sagen, als ich gerade da vorne ungefähr auf der Hälfte war, dass ich irgendwie hinter mir, als ich mich umgedreht habe, irgendwie gehört hätte, dass irgendwas Schweres halt irgendwie ins Schloss fällt oder sowas. Auf jeden Fall wie so ein richtig lauter Dumm, aber nur ein bisschen weiter weg. Also quasi im anderen Gebäude geschätzt. Also für mich hat sich das dann wie so ein loser Gullideck, weißt du, der so Klock-Klock macht. Ne? Mhm. Okay. Ne, das Klock-Klock habe ich gerade auch gehört, von da hinten. Genau. Aber das war nicht das. Das war einfach nur ein ganz lauter... Als ob einer irgendwie eine Tür zuschlägt. Wie gesagt, als ob irgend so eine richtig alte Brandschutztür im Keller oder so einfach zuhaut, aber halt weit entfernt. Ich bin drüben einmal durchgelaufen. Also da ich war es auch schon. Ja, ich habe ja Aufnahme läuft. Hier ist halt sehr intensiv, ne? Schallkulisse. Ich habe jetzt nichts gehört gerade. Das ist ein Leuchter. Die mir Stein geschlagen oder sowas. Oder ein Stein gegen Stein. Da sitzt hier oben ein Waschbär drin, der ich die ganze Zeit gar nicht gibt. Oh. Habt ihr gehört, ne? Ja. Genau das habe ich auch gerade gehört. Richtig laut ist das gewesen. Das ist auch so. Das war heftig. Genau das habe ich gerade zweimal schon gehört. Wow. Habt ihr gehört, ne? Ja. Genau das habe ich auch gerade gehört. Richtig laut ist das gewesen. Das ist auch so. Das war heftig. Genau das habe ich gerade zusammen schon gehört. Wollen wir zwei losstürmen, Björn? Also loslaufen stürmen wir nicht mehr, aber... Also wie gesagt, das laute Knallen habt ihr jetzt auch gehört. Ja. Als ob da irgendwie keine Ahnung... Und wenn eine Metalltür zuschlägt, die dunkel... Ja, das genau so. Das ist das besser ist ja. Jo. Also für die Aufnahme, der Jan hat hier schon ein paar Mal eine Tür schlagen gehört. Ich habe hier so ein Geräusch gehört, wie als wenn es ins Wasser knallt und Schlurfen hat. Oh, wir haben hier schon zweimal Schlurfen gehört. Jetzt haben wir alle das Knallen gehört. Deswegen gehen Björn und ich, der ist hier neben mir, da ist er, einfach den Gang nochmal lang. Das Problem ist natürlich, das Gebäude auf der anderen Seite ist so riesig groß, das kann jetzt überall hergekommen sein. War letztes Mal eigentlich diese Sicherung da auf den Türklinken? Ja, das war auch hier in dem Block da drüben. Ja, war auch beim letzten Besuch wieder neu. Mhm. Okay. Achso, jetzt am Samstag meinst du, da waren wir nicht drin. Achso, okay.
Eigentlich müssten wir jetzt einen Moment mal warten, um zu hören, ob das so eine, aus irgendeiner bestimmten Richtung ist. Ich kann dir was sagen, das Tor hat gerade nicht so weit aufgestanden. Ehrlich? Das bewegt sich auch nicht gerade gut. Du brauchst auch schon mächtig Gewalt für, oder? Das war's, oder? Kann es das gewesen sein? Ich frag mal. So, wir sind am Ende unserer Untersuchung angekommen. Ja, insgesamt werden wir erst quasi bei der Auswertung sehen, was wir gefunden haben. Und die folgt für euch jetzt ja gleich im Anschluss. Wir können viel mehr sagen, die Location hier ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr groß. Wir haben natürlich nicht geschafft, komplett alles abzugehen, aber haben die wichtigen Hotspots abgegangen. Das war auch unser Ziel gewesen. Und insgesamt haben wir einen gemischten Eindruck. Ich fand es sehr, sehr friedlich. Der Jan hat so einige Mal ein komisches Gefühl gehabt insgesamt. Sonst sind wir ja eher mehr oder weniger einig, aber an sich war es hier ganz interessant. Ich denke, wir konnten auch einiges dokumentieren, auch wenn es nichts besonders Starkes war. Wie siehst du das? Ja, ich würde sagen, vielleicht haben wir ein, zwei Sachen noch, wenn wir bei einer Auswertung sehen. Ansonsten war eher recht wenig hier. Genau. Aber es war, wie gesagt, ja wichtig alleine schon, weil wir bei Björn seinem ersten Video gesehen haben, dass das war, auch wenn wir es jetzt mit bloßen Augen nicht gesehen haben. Vielleicht haben wir es auf einen der Aufnahmen. Deswegen, genau. Deswegen sage ich jetzt Tschüss, bis zur Auswertung und dann hören wir uns wieder. Und damit herzlich willkommen zur Nachbesprechung. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir doch in der Auswertung ein paar mehr Sachen erkennen können, als wir das vor Ort beschrieben haben, weil wir es vor Ort einfach nicht gemerkt haben. In der Summe aber sind wir immer noch ein bisschen unentschlossen. Wir haben zusammengerechnet und kommen auf einen Parascore von 8 Punkten. Das heißt Einstufung als zweifelhaft. Was wiederum bedeutet, durchaus ergibt eine zweite, dritte oder wie vierte Untersuchung auch Sinn. Und dazu vielleicht die Frage an euch. Würdet ihr denn wollen, dass wir noch einmal dahin gehen und noch eine zweite Untersuchung machen? Tippt das ruhig mal unten in die Kommentare rein, was eure Meinung dazu ist und ob ihr das gerne möchtet. Ansonsten, was können wir festhalten? Wir haben einmal sehr stark, dass die Parallels reagiert haben im ersten OG, einmal schwach im zweiten OG. Wir haben ein EVP, was wir uns nicht erklären können, was aber jetzt nicht so immanent ist, dass man das zu hoch einstufen sollte. Allerdings haben wir auch zwei Sachen, die sehr, sehr auffällig sind. Das erste ist die Lightbulbs von Björn. Insgesamt haben wir 5 Bulbs gehabt, die über die ganze Zeit ausgefallen sind. 4 davon am Anfang und eine dann noch am Ende. Das ist seltsam, wie ihr im Video auch gehört habt, denn die funktionieren in der Regel sehr, 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 sehr lang und sind nicht nach ein paar Stunden leer. Und natürlich hat Björn die auch voll geladen. Er ist auch selbst nochmal überprüft hinterher, hat die nochmal angeschlossen und nochmal zu Hause bei sich normal leuchten lassen und die gehen nicht nach so kurzer Zeit aus. Das heißt, wir haben hier also ganz viel Energie gehabt, die irgendwie entzogen wurde. Wohin immer sie auch verschwunden ist, denn an sich haben wir keine passende Gegengröße, wo wir jetzt sagen können, okay, die Energie ist jetzt so stark transferiert worden und dadurch ist jetzt das ausgelöst. Weil die Energiethese geht ja dahin zu sagen, es wird irgendwo Energie verbraucht, nicht wörtlich nehmen, ist halt nur zur Umschreibung besser, wir haben kein passendes deutsches Wort dafür. Korrekter wäre gesagt, umgewandelt und dann irgendwo verwendet, gebraucht, um was auszulösen. Was wir natürlich haben, einmal dieses EVP, was durchaus vielleicht auch die zuschlagende Tür sein könnte, die wir dann am Ende gehört haben, die ihr leider auf dem Video nicht so gut hören konntet, was ich sehr, sehr schade fand, aber das Rauschen scheint sehr viel von dem originären Geräusch unterdrückt zu haben. Deswegen hört ihr es nur sehr, sehr leise und nur etwas lauter als das Rauschen. Wir haben das deutlich lauter gehört und der Jan hat ja sowieso sehr empfindliche Ohren. Der hat das halt, wie gesagt, auch schon mehrfach gehört gehabt. Und wie ihr gesehen habt, ich war mit Björn ja dann auch unterwegs gewesen und habe gesucht, eine Ursache zu finden. Und das Einzige, was wir gefunden haben, war dieses Gitter. Und als der Björn das dann manuell, sag ich mal, betätigt hat, hat es der Jan ja nicht gehört. Also können wir das ausschließen, dass das war. Aber selbst wenn es das gewesen wäre, ist die Frage,
Wie hat es sich bewegt? Welche Energie hat darauf eingewirkt? Wind ist sehr, sehr schwer. Es war erstens nicht windig, zweitens, naja, es ist halt ein Gitter. Da pfeift der Wind eher durch, als dass es das drückt. Kann es auch, aber da muss der Wind halt schon sehr, sehr stark sein. Und wie der Björn auch sagte, als er das letzte Mal das Gitter gesehen hatte, war es noch geschlossen gewesen. Also muss irgendwas aufgemacht haben. Und eigentlich können wir andere Besucher ausschließen, weil wir dann doch sehr genau noch geguckt haben. Und wer die ja zumindest hören müssen. Was auch schade war, ist, in einem früheren Besuch von Björn, wie wir auch im Video euch den Ausschnitt gezeigt haben, ist ja dieser geisterhafte Schemenkopf, sage ich mal, zu sehen, der um die Ecke lugt für, wie viel ist das, 1 bis 2 Sekunden, sage ich mal. Und an der Stelle haben wir ja auch sowohl gemessen als auch Monitoring gemacht, konnten aber nichts feststellen. Vielleicht hatte Björn Glück gehabt und war gerade zu einer Zeit mit Aktivität vor Ort gewesen und wir hatten Pech gehabt, dass wir halt zur falschen Zeit da waren. Aber wir können leider nicht genau sagen, was das war. Es ist allerdings trotz allem beeindruckend, was er da gefunden hat und schwer zu falsifizieren. Insgesamt muss ich jetzt sagen, kann ich den Ort nicht einstufen. Gefühlt, sage ich, ist da nichts. Aber ein paar Sachen halt, wie das Knallen und diese Geisteraufnahmen von Björn, sind schon ein paar Sachen, die ich jetzt nicht einfach so von der Hand weisen kann. Und das passt auch zum Parascore, der ebenfalls sagt, zweifelhaft. Insgesamt habe ich das Gefühl, der Ort ist vom Aufbau her, auch passend zur Energiethese, wie eine Art großer Batterie. Also er zieht Energie und gibt die irgendwann wieder frei. Und ich glaube, wir waren halt zu dem Zeitpunkt da gewesen, wo Energie noch akkumuliert wurde, aber noch nicht irgendeinen Grenzwert überschritten wurde, wo sie frei wird. So wie ihr euch vorstellen müsst, wenn ihr einen Akku ladet und man sagt, okay, erst ab 80% funktioniert das Gerät wieder. Und wenn es jede Stunde 10% lädt, dann könnt ihr halt in den ersten 5 Stunden nichts damit anfangen. Und irgendwann klappt es dann halt wieder. Das wäre eine mögliche These, was diese Sache erklären könnte, aber ganz sicher können wir uns nicht sein. Auf jeden Fall war es sehr spannend gewesen. Der Nebel hat eine interessante, düstere Atmosphäre geschaffen, was an sich vom Feeling her auch cool war. Und wir hoffen immer, dass es euch gefallen hat, dass wir uns vielleicht bei einem anderen Video wiedersehen. Und nicht vergessen, ihr könnt uns supporten, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Kommentare sind natürlich auch gerne erwünscht. Gerne wollen wir wissen, was hat euch gefallen, was können wir besser machen, was sollen wir vielleicht so beibehalten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, habt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung die Möglichkeit, das über PayPal zu tun, beziehungsweise oben in der Infokarte ist auch der Link. Damit ist uns natürlich auch geholfen, ist aber selbstverständlich komplett freiwillig. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.